Die Entscheidung stand schon lange fest und in dieser Woche ging es endlich los. Am Donnerstag sind die Gelsenkirchener Brüder Marcel und Marlon Stavinoga zu einer langen Reise nach Kalkutta aufgebrochen. Und zwar zu Fuß. Der Startschuss fiel in der Zoom-Erlebniswelt Asien. Im Gespräch der Woche reden wir mit den beiden über die Abenteuerreise von Asien nach Asien. Ja, Marcel, gemeinsam mit Ihrem Bruder Marlon machen Sie sich gleich auf den Weg Richtung Indien und das zu Fuß. Wie sind Sie denn auf die verrückte Idee gekommen? Ja, ich hatte vor gehabt, nach Indien zu reisen und der Gedanke, jetzt in ein Flugzeug einzusteigen und dann 10 Stunden später wieder auszusteigen, irgendwo in Delhi oder so, ist mir relativ schnell missfallen. Und da habe ich gedacht, warum nicht laufen? Weil das muss ein sehr befreiendes Gefühl sein, so in den Tag hineinzuleben, so zu wandern und ja, einfach die Tage genießen können. Marlon, wie lange hat denn Ihr Bruder gebraucht, Sie zu überzeugen, da mitzugehen? Ja, also ich war gerade selber wandern in Spanien, den Jakobsweg, als er mich anrief auf mein Handy und mir von seinem Vorhaben erzählte. Und ich habe sofort, ehe er fragte, habe ich quasi schon gesagt, ich bin dabei. Dieses Abenteuer möchte ich mit bestreiten. Ein Abenteuer wird es bestimmt, aber warum gerade nach Indien? Also Indien reizt mich sehr aufgrund der Spiritualität, die das ganze Land ja umgibt. Unser Ziel ist Kalkutta, das intellektuelle Zentrum Indiens sozusagen. Und das soll eine spirituelle Reise werden. Ich möchte auch ein Buch schreiben über diese Reise, wo ich auch versuchen möchte, ja so ein bisschen Spiritualität einzuhauchen und dann natürlich auch unterwegs zu schreiben. Hat das auch für Sie eine Rolle gespielt, diese Spiritualität, die da mit Indien verbunden ist? Ja, also das Interesse an Indien kam bei uns beiden relativ zeitgleich. Ich wahrscheinlich mehr durch ihn, da er ja mein großer Bruder ist, sage ich mal. Auch wenn er ein bisschen kleiner ist. Aber das ist schon ein ähnlicher Ansatz, den ich da habe. Wegen der Spiritualität, der Inspiration, die man da findet. Natürlich bin ich auch vom Hinduismus begeistert und da bin ich gespannt, was mich da erwartet. Wie lange sind Sie denn unterwegs? Also wir werden ungefähr ein halbes Jahr brauchen, bis wir Indien erreicht haben, weil wir den Iran mit einem Auto durchqueren müssen, weil wir nur ein Visum für 30 Tage bekommen. Das geht auch auf keinen Fall anders. Da müssen wir also fahren. Und dann wollen wir noch ein halbes Jahr in Indien bleiben. Ja, und dann ein Jahr insgesamt ungefähr. Also nicht nur laufen, 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 sondern auch ein bisschen erleben. Aber was ist das für ein Tagespensum, das Sie sich vorgenommen haben? Also wir müssen eine Durchschnittswanderschaft am Tag bringen von 33 Kilometer. Die haben wir ausgerechnet. Dann wären wir am 27. August am Iran, wo wir von Freunden erwartet werden. Aber erfahrene Wanderer machen im Schnitt 60 Kilometer und mehr, also 50 bis 60 mindestens. Und ich denke mal, die Erfahrung kommt dann mit den Kilometern. Am Anfang werden es vielleicht noch nicht ganz 30 sein. Aber im letzten Jahr in Spanien habe ich das ja schon mitgemacht und da waren es dann auch schon 30. Ich denke mal, umso länger man läuft, umso mehr Kilometer werden es dann auch werden. Haben Sie denn vorher trainiert? Ja, wir haben schon ein paar Probeläufe gemacht, ein bisschen die Schuhe eingelaufen, mal gucken, wie das ist mit dem Gepäck zu laufen und sowas. Aber ich meine, die Frage ist ja, wie bereitet man sich auf so eine Reise vor, indem man sagt, man ist jetzt ein Jahr unterwegs und wird ein Jahr im Zelt wohnen und ein Jahr nur aus dem Rucksack leben. Ich glaube, da kann man sich wirklich nicht drauf vorbereiten. Mental natürlich schon, aber so körperlich. Es ist schwierig, denke ich. Aber geplant werden muss es ja trotzdem. Wie lange hat denn die Planung überhaupt gedauert für diese lange Reise? Also die Idee kam, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer. Und ich würde sagen, so im Dezember fingen dann die intensiveren Planungen an. Im Anfang des Jahres, im Januar, haben wir die Homepage eingerichtet. Und da fingen dann wirklich die sehr intensiven Vorbereitungen an. Die Routenplanung, welche Länder durchkreuzen. Wir hatten ursprünglich auch eine andere Route, die wir jetzt geändert haben in die jetzige Route. Also schätze ich mal, kamen schon einige Stunden zusammen, die wir da geplant haben zusammen. Haben Sie im Kopf, wie ist denn die Route? Ja, also wir werden ja von Gelsenkirchen aus zunächst zur Ruhr laufen. Wir sind ja heute schon los, glaube ich, von zu Hause, ja, ne? Richtig, genau. Wir sind also von Buhr aus hier nach Bismarck zum Gelsenkirchener Zoo gelaufen, zum Erlebniswelt. Also unser Zähler sagt, es sind 7000 Schritte bisher gewesen von der Haustür bis hier zum Zoo. Ja. Wir haben Pedometer dabei, wollen also auch gucken, wie viele das sind. Also 7000 Schritte sind es von Buhr bis zum Zoo hier. Dann von hier aus geht es zur Ruhr, hier auf Höhe der Burg Blankenstein erreichen. Der folgen wir bis zur Quelle. Bei Winterberg ist die, am Rothaargebirge. Durchs Rothaargebirge durch, Richtung Süden und dann auf Höhe von Regensburg erreichen wir die Donau und dann bis zum Delta in Rumänien, dann durch Bulgarien, Türkei, Iran, ja, also Österreich, Ungarn ja vorher auch noch. Das ist ja teilweise auch ein bisschen gefährlich. Also Iran vielleicht, aber Irak ist ja zum Teil noch Kriegsgebiet und auch Pakistan ist nicht ohne. Haben Sie da ein bisschen Angst? Ja, also sagen wir mal Respekt, es ist mehr vielleicht auch ein bisschen Angst, aber wir erwarten, sagen wir, wir gehen schon recht positiv in die Reise. Und rechne nur mit dem Besten. Das wünschen wir Ihnen allen, das Beste natürlich. Nun haben Sie die Rucksäcke dabei. Was ist denn in Ihrem Gepäck? Also ich trage noch einen Laptop dabei, weil wir unterwegs auf unserer Homepage, zu fuß-nach-indien.de, da wollen wir auch berichten von der Reise.
Dafür trägt mein Bruder das Zelt, um ungefähr vom Gewicht her, ist das ungefähr gleich. Schlafsäcke, Isomatten, leichte Wechselkleidung, ein bisschen was zu essen. Was haben wir noch? Ja, dann, falls wir am Himalaya sind, natürlich, oder wenn es hier allgemein mal ein bisschen kälter ist, jetzt ist es ja auch noch nicht so warm, haben wir natürlich auch einen Fleece-Pulli und sowas mit. Das ist hier eine Bergsteigerjacke, die ist wind- und wasserfest. Ja, und dann natürlich ansonsten Proviant und sowas. Himalaya, aber den Mount Everest wollen Sie nicht hoch, oder? Nee, also ich meine Himalaya, ich sag mal, wir kraxeln ihn eher, würde ich sagen. Also wir wollen ja zur Quelle des Ganges. Ja. Das heißt also bei Gao Mauk, also Haripa tritt der Ganges in die Ebene und da gehen wir so ein bisschen nach oben. Also das ist jetzt aber nicht Mount Everest oder sowas vergleichbar. Und das ist ja dagegen ja dann entspannt, würde ich sagen. Ist sowieso schon hart genug, aber wovon werden Sie eigentlich unterwegs leben? Das dauert ja doch eine ganze Zeit. Haben Sie so viel Geld dabei? Ja, also so viel Geld nehmen wir natürlich nicht mit. Wir haben uns selber finanziert, muss man sagen, und haben natürlich gespart. Das ist auf unserem Konto das Geld und das werden wir monatlich abheben, so viel wie wir brauchen. Ja, und damit sind wir dann unterwegs. Und essen werden wir dann unterwegs. Wir werden uns selber bekochen, wir haben einen Gaskocher mit und dann machen wir uns hauptsächlich halt, also Grundnahrungsmittel wird Reis sein, sage ich mal, und dazu dann immer irgendein Gemüse, was wir gerade haben, was Linsen oder sowas oder was wir finden, Karotten, irgend so ein Kram. Reis passt ja auch zu Indien. Genau. Was sagt denn Ihre Familie dazu? Ja, natürlich waren die schon erstmal schockiert. Erstmal konnten sie es gar nicht glauben. Das war das Erste so, dass wir meinen, wir würden sie da veräppeln. Dann irgendwann kam doch der Glaube, da haben wir es überzeugt. Dann kam natürlich Schockierung, und aber letztendlich stehen sie auch alle dahinter und freuen sich auch für uns und auch für uns auf die Reise. Ich wollte mal kurz erwähnen, dass Sie ja Ihre Reise dokumentieren sozusagen. Zum einen auf der Webseite, zum anderen wollen Sie, glaube ich, ein Buch schreiben. Ist das richtig, Marcel? Ja, richtig, genau. Also ich möchte ein Buch schreiben, also über diese Reise. Ja, einfach über die körperliche Reise, auch über die geistige Reise, was man also einfach dort so erleben wird unterwegs. Das möchte ich dann bildlich gesprochen in Kalkutta beenden. Ja, und dann schaue ich mal im nächsten Jahr, wie es dann weitergeht damit. Worauf freuen Sie sich am meisten? Ja, es wird schon das Ziel sein, wo wir uns am meisten drauf freuen. Also Indien ist schon, da bin ich sehr gespannt. Aber er selber war schon in Indien, ich noch nicht. Und ich bin wirklich gespannt, weil was das Land alles umgibt, was uns da erwartet. Dann natürlich auch im Iran oder das Donaudelta, wo wir schon an etliche Naturschutzgebiete antreffen. Und allgemein natürlich auch auf die Menschen und die Kultur, die wir da begegnen. Das ist ja von Land zu Land anders, auch religiös bedingt. Das ist ein riesig großes Paket, worauf wir uns da freuen. Wovor haben Sie am meisten Angst, Marcel? Vor Blasen an den Füßen? Ach ja, Blasen an den Füßen, ich meine, was uns nicht umbringt, das fährt uns ab. Ne? Aber ansonsten, ja, ich meine, wenn man jetzt in Osteuropa unterwegs ist und auch Türkei, Iran, eine gute Iran sind mit den Freunden, aber auch Indien, einige Ecken, ich glaube, da kann es schon gefährlich werden. Ich habe letztens noch gelesen, je nachdem welchem Bundesstaat, aber in einigen ist es so, dass eine indische Familie im Durchschnittseinkommen monatlich hat von 90 Euro teilweise. Also das muss man sich vorstellen, 90 Euro, ich meine, da sehen wir natürlich schon, kann man schon nachvollziehen, dass dann solche zwei Wanderer, die dahergelaufen kommen, als ein lukratives Ziel darstellen. Da muss man doch schon vorsichtig sein. Ja, wir wünschen Ihnen beide das Beste. Marlon und Marcel, alles Gute für die Reise. Wir drücken die Daumen und ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, wir danken auch und Ihnen auch alles Gute natürlich. Dankeschön.